Ja, hi Leute. Ihr habt wahrscheinlich schon was länger drauf gewartet. Erstmal frohes neues Jahr. Und mit dem neuen Jahr beginnen wir wieder mit einer Staffel der Präparationsserie. Und als erste Folge dieser Staffel wollte ich noch eine neue Aufweichmethode vorstellen. Und zwar hat die der Weinleak in einem Kommentar vorgeschlagen. Vielen Dank dafür. Und das habe ich jetzt eben schon mal ausprobiert. Und zwar an diesem Odontolabis Imperialis Komorii Männchen. Schönes Tier und es hat super funktioniert. Selbst die Mandibeln lassen sich bewegen. Die sind vorher wie Beton gewesen. Also keine Chance gewesen, die zu öffnen. Den habe ich schon aufgeweicht. Ich möchte jetzt für die kommende Folge oder für eine der kommenden Folgen diese Odontolabis Imperialis Männchen präparieren. In der speziellen Folge kriegt ihr dann natürlich auch Informationen zu der Art, mehr Informationen zu der Art. Jetzt will ich euch nur kurz die Methode zeigen. So, ich habe jetzt hier warmes Wasser in einer Schüssel. Hab da ein bisschen Spüli reingemacht. Dafür haben wir dann hier das. Und zwar eine ziemlich große Spritze. Ja. Die machen wir einfach komplett auf. Erstmal. Und dann müssen wir natürlich auch erstmal einen Käfer auspacken. Nehmen wir uns hier das Männchen mal. Okay, was wir jetzt machen, ist Folgendes. Nehmen die Spritze, legen vorsichtig den Käfer rein, lassen ihn nach unten rutschen. Und dann nehmen wir den Kolben und drücken ihn dann ganz vorsichtig bis zum Ende des Käfers. Ja, aber so, dass der Käfer nicht gequetscht wird, sondern gerade so drin ist. Und dann ziehen wir das erste Mal mit der Spritze Wasser nach oben in die Spritze. So, da passt jetzt erstmal noch nicht viel rein. Dann drehen wir die Spritze um, damit die Luft nach oben geht und drücken die Luft wieder aus der Spritze raus. So, vorsichtig natürlich. Und dann ziehen wir das nächste Mal Wasser auf. So, allzu viel brauchen wir gar nicht. Die Spritze muss nicht komplett voll sein. So, ihr seht jetzt, der Käfer schwimmt nach oben. Da ist relativ viel Luft drin in dem Käfer. Und gleich pumpen wir quasi die Luft da raus und wir setzen die durch Wasser. Dann sollte der Käfer auch irgendwann sinken. Die Luft müssen wir jetzt auch noch ablassen, die noch hier drin ist. So. Ein bisschen vom Wasser können wir auch ablassen. Und dann halten wir mit unserem Daumen vorne die Spritze zu und ziehen hinten pumpstoßartig. Und dann seht ihr schon, da ist gerade eine riesen Luftblase aus dem Käfer rausgekommen. Die Luft lassen wir jetzt direkt wieder ab und das gleiche nochmal von vorne. Aufpassen. Seht ihr, wie die Luft dann da rausschießt aus dem Käfer? Das ist unser Ziel. Wir wollen die Luft rauskriegen und durch Wasser ersetzen. Jedes Mal dann wieder die Luft ablassen und das wiederholt man dann so lange, bis der Käfer einigermaßen aufgeweicht ist. Kann ein paar Minuten dauern, vielleicht auch 10 Minuten, Viertelstunde, aber man muss nicht immer ein paar Tage warten, wie man es sonst in der Weichbox macht. So. Ich mache das jetzt noch ein paar Mal. Nicht wundern, wenn das Wasser dann ein bisschen trüb und eklig wird. Da kommen halt auch dann ein paar Flüssigkeiten aus dem Käfer raus, ne? Die dann durch das Wasser wieder angelöst wurden. Deswegen, das Wasser kann so ein bisschen gelblich-orange werden. Ist nicht schlimm, ist normal. Und immer vorsichtig pumpen, ja? Nicht, dass ihr den Käfer zerquetscht. So. Okay, ich schneide das gleich so weit, wenn ich fertig bin. Zum Rausholen könnt ihr dann einfach oben den Kolben rausziehen. Lasst das Wasser wieder in die Schüssel ablaufen. Dann könnt ihr den Käfer so rausholen. Könnt ihr jetzt mal gucken,
Also die Beine sind schon etwas beweglicher geworden auf jeden Fall als vorher. An den Mandibeln lässt sich immer noch nichts rütteln. Also den Vorgang muss man relativ oft wiederholen, damit auch die Mandibeln dann beweglich werden. Ja, ich mache das jetzt noch hier bei diesen beiden Exemplaren und dann melde ich mich wieder, wenn die Käfer weich sind. Okay, wir haben jetzt soweit alle weich gekriegt und jetzt steht man natürlich wieder immer noch vor dem Problem von den Mandibeln. Man kann sie mittlerweile so ganz gut lockern und jetzt muss man trotzdem ein bisschen Gewalt anwenden. Ich rate euch dazu, das im Wasser zu machen und den Kopf immer gut zu fixieren. Am besten nicht ans Labrum und die Palpen kommen. Kopf unten fixieren und dann kann ich also quasi so dazwischen packen und dann leicht nach unten zur Seite aufdrücken. Manchmal hilft es, an der Basis zu packen, dann spießt man sich nicht die Finger an den Kanten, an den Spitzen auf. Und dann kriegt man die erste Mandibel auf. Die ist meist weniger das Problem als die zweite. Die ist dann meistens immer noch ziemlich fest. Und da muss man die gleiche Methode eigentlich anwenden. Besteht natürlich immer das Risiko, dass irgendwas abbricht bei dem Prozess. Aber das hat die Sache doch tatsächlich bisher deutlich vereinfacht, als wenn man die Käfer in der Weichbox aufweicht und dann kriegt man die Mandibeln trotzdem nicht auf und macht sich dann eher was kaputt. Die hier ist wieder mal störrisch. Ah, jetzt haben wir sie. Okay. Die Mandibeln lassen sich jetzt ganz leicht öffnen und schließen und die Käfer sind komplett heile geblieben. Hier Beine, Fühler etc., Tarsen, die sind innerhalb von ja, ein-, zweimal Pumpen eigentlich schon ziemlich weich. Für die Mandibeln muss man dann halt ein bisschen mehr Geduld haben und natürlich dann trotzdem ein bisschen Kraft aufwenden. Das dann mit allerhöchster Vorsicht natürlich. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, diese dann auch mit einer richtigen Präparation. Das nur jetzt erstmal nochmal als ja, neuer Tipp zum Mitnehmen. Danke nochmal an Weinleak, dass er mir das geschrieben hat. Funktioniert echt super. Dann hoffe ich, schaltet ihr beim nächsten Mal wieder mit ein. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, schreibt einen Kommentar. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.